Hey Leute, in diesem Video schauen wir uns jetzt mal den Unterschied zwischen Konnektoren und Präpositionen an. Los geht's! Im Deutschen gibt es eine Reihe an Wörtern, die sowohl ein Konnektor als auch eine Präposition sein können. Und wegen der Satzstruktur ist es super wichtig, diesen Unterschied zu verstehen. Und Leute, wie so immer, nicht vergessen, ganz am Ende gibt es natürlich noch einen schönen Test für euch, wo ihr überprüfen könnt, ob ihr das Gelernte heute auch wirklich verstanden habt. Wir beginnen dieses Video mit dem Konnektor und der Präposition während. Während ist also eins von den Wörtern, die sowohl ein Konnektor als auch eine Präposition sein können. Je nachdem, wie wir dieses Wort während dann benutzen, also als Konnektor oder als Präposition, brauchen wir unterschiedliche grammatikalische Strukturen. Deshalb ist es wichtig, diesen Unterschied zu verstehen, damit ihr korrekte Sätze bilden könnt. Schauen wir uns mal diese zwei Sätze hier an. Während ich koche, sieht er fern und während der Show hat er Popcorn gegessen. Bei dem ersten Satz sehen wir ein Verb am Ende und dann ein Komma. Das heißt, das ist also ein Nebensatz. Während ich koche. Das zweite Beispiel ist ein kompletter Hauptsatz. Hier haben wir kein Komma. Das heißt also, im ersten Satz ist während ein Konnektor. Und im zweiten Satz ist während eine Präposition, die natürlich mit Genitiv geht. Schauen wir uns noch zwei weitere Beispiele an. Während des Unterrichts darf man nicht sprechen. Und während wir lernen, spielt unser Bruder Videospiele. In welchem Satz ist während hier jetzt ein Konnektor oder eine Präposition? Das ist wieder relativ einfach. Da, wo wir ein Komma haben und wo ein Verb am Ende steht, ist es ein Konnektor. Und dort, wo die Genitivstruktur kommt, ist es eine Präposition. Also in dem Satz während des Unterrichts darf man nicht sprechen, ist während eine Präposition. Und während wir lernen, spielt unser Bruder Computerspiele. Hier ist während natürlich ein Konnektor. Gut Leute, nach jedem Beispiel, was wir jetzt machen, möchte ich, dass ihr kurz auf Pause klickt, runter in die Kommentare geht und zwei Beispielsätze schreibt. Einmal ein Beispielsatz, wo während ein Konnektor ist und einmal ein Beispielsatz, wo während eine Präposition ist. Ich schaue dann wieder drüber und korrigiere für euch eure Fehler. Gut, dann kommen wir jetzt zum zweiten Beispiel. Und das ist seit. Auch seit kann ein Konnektor oder eine Präposition sein. Schauen wir uns wieder zwei Beispiele an. Seit er umgezogen ist, sieht er seine Freunde seltener. Seltener bedeutet natürlich nicht so oft. Zweiter Satz. Seit seinem Unfall kann er nicht mehr richtig laufen. Auch hier ist das wieder ganz einfach. Im ersten Satz ist seit natürlich ein Konnektor. Und im zweiten Satz ist seit eine Präposition. Ihr seht hier, wir haben hier wieder die gleiche Struktur. Nach einer Präposition kommt immer ein Substantiv. Bei während war das im Genitiv, bei seit steht es im Dativ. Wenn wir seit als Konnektor benutzen, also in dem Satz seit er umgezogen ist, haben wir natürlich wieder ein Verb am Ende. Seit als Konnektor hat zwei Formen. Einmal können wir seit benutzen. Wir können aber auch seitdem sagen. Beide sind hundertprozentig gleich. Wichtig ist aber wieder, den Unterschied zwischen beiden zu verstehen, damit ihr korrekte Sätze schreibt. Und vergesst bitte nicht, wenn wir seit oder auch während als Präposition benutzen, gibt es in dem Satz kein Komma, weil das alles zusammen ein Hauptsatz ist. Noch ein Beispiel. Seit sie ihre Brille verloren hat, sieht sie schlechter. Oder wieder als Präposition, seit der Reise im letzten Jahr hat sie sich stark verändert. Und auch hier, seit der Reise im letzten Jahr, das alles ist Position 1, dann kommt das Verb hat sie sich stark verändert.
Das ist wirklich ganz wichtig, weil ich immer wieder Leute sehe, speziell mit Genitivpräpositionen, die dann irgendwo in der Mitte ein Komma machen. Nein, die Präposition plus das Substantiv, was folgt, ist dann Position 1 und dann folgt wie in jedem deutschen Hauptsatz das Verb auf Position 2. Gut, Leute, auch hier empfehle ich euch, geht wieder kurz runter in die Kommentare und schreibt zwei schöne Beispiele. Wieder ein Beispiel mit seit als Konnektor und ein Beispiel mit seit als Präposition. Als drittes haben wir dann bis. Auch bis kann ein Konnektor oder eine Präposition sein. Er wartet, bis der Regen aufhört und bis zum Sonnenuntergang haben wir Zeit. Er wartet, Komma, bis der Regen aufhört. Das ist natürlich wieder der Konnektor. Wir haben ein Verb am Ende. Es folgt kein Substantiv, also ganz klar ein Konnektor. Als Präposition kombinieren wir bis, meistens nicht immer, aber oft mit zu. Wie auch hier, bis zum Sonnenuntergang. Und ihr seht auch hier, dass nach bis als Präposition wieder ein Substantiv folgt. Wenn wir bis zu benutzen, brauchen wir natürlich Dativ. Noch ein Beispiel, wir bleiben wach, bis der Film endet. Oder bis zur Abreise haben wir noch viel zu tun. Im ersten Satz ist bis natürlich wieder ein Konnektor und im zweiten Satz ist es eine Präposition. Gut, Leute, auch hier würde ich euch empfehlen, geht wieder kurz runter in die Kommentare und schreibt zwei schöne Beispielsätze. Als nächstes haben wir dann um. Er studiert, um Arzt zu werden und um Mitternacht wurde es laut. Im ersten Satz ist um ein Konnektor, ein Teil eines Konnektors, weil wir hier immer um zu haben. Ihr wisst hoffentlich, eine Alternative für um zu ist der Konnektor damit. Ich kann also auch sagen, er studiert, damit er Arzt werden kann. Und im zweiten Beispiel ist um natürlich eine Präposition. Warum? Weil danach wieder direkt ein Substantiv folgt. Um ist übrigens eine Präposition, die mit Akkusativ geht. Auch wenn wir das meistens nicht sehen, weil nach der Präposition um selten ein Artikel folgt. Noch ein Beispiel. Sie lernt viel, um das Examen zu bestehen. Und noch ein Beispiel mit um als Präposition, dieses Mal mit Artikel. Der Mann geht um die Ecke. So, ihr wisst ja, was zu tun ist. Klickt kurz auf Pause, geht runter in die Kommentare und schreibt zwei schöne Beispiele. Als nächstes haben wir anstatt. Und anstatt kann entweder eine Genitivpräposition sein oder in Kombination mit das auch ein Konnektor. Zum Beispiel, anstatt dass er hilft, macht er alles nur schlimmer. Man kann das hier auch ohne das sagen und dann eine Infinitivstruktur bilden. Anstatt zu helfen, macht er alles nur schlimmer. Oder als Präposition, wie gesagt mit Genitiv, anstatt einer Antwort bekam er von ihr nur ein Lächeln. Noch ein Beispiel als Konnektor, anstatt dass sie lernt, schaut sie lieber fern. Auch wieder möglich natürlich als Infinitivstruktur. Anstatt zu lernen, schaut sie fern. Und wieder als Präposition, anstatt, jetzt kommt wieder ein Substantive, anstatt einer Entschuldigung bekam sie nur Vorwürfe. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was Vorwürfe sind. Am besten gebe ich dafür ein paar Beispiele. Ein Vorwurf wäre zum Beispiel, du kommst immer zu spät. Oder du hast das nicht richtig gemacht. Auch hier, Leute, geht wieder runter in die Kommentare, schreibt zwei schöne Beispielsätze und danach schauen wir uns dann das letzte Beispiel an. Das letzte Beispiel für heute ist ohne. Und auch ohne können wir als Konnektor mit das kombinieren und alleine als Präposition geht es dann mit Akkusativ. Zum Beispiel als Konnektor. Ohne dass er es wusste, plante sie eine Überraschungsparty für ihn. Natürlich können wir hier auch wieder sagen, wie auch bei anstatt gerade, ohne es zu wissen. Aber als Präposition zum Beispiel, ohne Wasser
können wir nicht leben. Denk daran, hier gibt es kein Komma. Noch ein Beispiel als Konnektor. Ohne dass wir es wussten, hat er alles organisiert. Und noch ein Beispiel als Präposition. Ohne ein Auto kann man auf dem Land schlecht leben. Auf dem Land leben ist übrigens das Gegenteil von in der Stadt leben. Ja, ich kann entweder in einer Stadt leben oder ich lebe auf dem Land. Das ist dann ungefähr so etwas wie in einem Dorf leben. Gut Leute, auch hier zum letzten Mal meine Empfehlung, geht runter in die Kommentare, schreibt zwei schöne Beispielsätze, einmal mit ohne das, also als Konnektor, und einmal mit ohne als Akkusativpräposition. Gut Leute, das war auch schon eine komplette Liste. Mehr Wörter gibt es nicht, die sowohl eine Präposition oder auch ein Konnektor sein können. Ich hoffe, das Video hilft euch ein bisschen, diesen Unterschied genau zu verstehen und natürlich auch, dass ihr in Zukunft keine Probleme mehr damit haben werdet, diese Sätze jetzt korrekt zu schreiben. Ich werde das natürlich kontrollieren, indem ich mir all eure Kommentare durchlese. Gut, dann gibt es jetzt noch eine kleine Abschlussübung für euch. Ihr seht jetzt gleich einen Text. Dieser Text hat 5 Lücken und ihr sollt dann entscheiden, welcher Konnektor oder welche Präposition muss wohin. Alles klar, Leute. Ich hoffe, dieser Test hat gut funktioniert und dass ihr damit keine Probleme hattet. Alles klar, Leute. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich verabschiede mich dann für heute und wir sehen uns natürlich schon bald mit einem neuen Video wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss.